Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play FLAF. Und nachdem wir auf Devos, beziehungsweise Devos gibt es ja nicht mehr, aber Yggdrasil momentan ein bisschen die Luft raus ist, nennen wir es einfach mal so, dachte ich mir, hey, what's poppin' on Play Park right now? Because why not? Und ich rede lieber wieder Deutsch, weil das ziemlich cringe ist. Genau, und die Boys haben auf jeden Fall einige Events am Start, gerade eben. 5 Tage ist es her, am 5. Februar hatten sie ein fette Maintenance-Update, da wurde viel geändert. Ich werde jetzt auch nicht alles durchgehen, weil ich meine, keiner von uns oder die meisten von uns kennen sich auf Playpark eh nicht aus. Von dem her ist es jetzt sinnlos, irgendwelche Änderungen durchzusprechen von Sachen, die uns oder die, mit denen man sich gar nicht wirklich auskennt. Deswegen gehe ich es jetzt nur kurz durch. Also hier gibt es zum Beispiel Guild War Update, Colosseum wurde auf Rises enabled. Auf Lord Peng wurde der Volcano Dungeon enabled, allerdings gibt es nicht alle Drops, also ich schätze mal, die gehabten Ringe wird es nicht geben. Lediglich die Waffen, I guess. Guild Sieg Life increased to 10. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Ich schätze mal die Anzahl der Gilden, die teilnehmen kann. Und dann halt noch die ganzen Events und so. Genau, was hier jetzt neu ist, was aber für uns schon selbstverständlich ist auf Yggdrasil, es gibt jetzt einen Newbie Booster. Das ist im Endeffekt die Anfänger-Support-Box, wenn man sich anmeldet, einen neuen Charakter erstellt, vom nach dem 5. Februar zumindest, ich weiß nicht, ob das begrenzt ist zeitlich, kriegt man hier so eine Box und die ist für Lord Peng natürlich ein bisschen anders als für den normalen Rises-Server. Und da sind ja genau die gleichen Sachen drin. 5 Seengebunden natürlich alles, 5 Seengebundene XR-MDs, Upcut-Stones, sogar 7-teilige Drachensets, 6 von 6, also ziemlich heftig zum Start. Aber halt natürlich nur 7 Tage. Genau. Und dann, was gibt's hier noch so? Ja, Colosseum Q&A, das interessiert uns jetzt alles nicht so wirklich, genau. Im Endeffekt sind dann auch die Valentinstags-Events gestartet, genau. Achso, hier ist der Newbie-Booster. Achso, ich hatte es eh nochmal offen. Okay, kann ich gleich zweimal schließen. Dann haben sie auch das Valentinstags-Event. Allerdings ein anderes, und zwar gibt's hier Garnet Ring of Love. Mit 2015er Version, also 900 Zusatzschaden und 15% Verteidigung, beziehungsweise 900 Verteidigung und 15% ATK-Power. Also hier gibt es tatsächlich die Ringe gerade, nicht die Haarbänder und der Rest hier unten ist, glaube ich, gleich die Power-Ups. Genau, also wer Enter in Chocolate ist da der Hauptgewinn. Droprate wird aber wahrscheinlich wieder entsprechend ziemlich low sein. Dann hier, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, was das ist. Valentine Exchange Event, auch vom 5. Februar und Get a Garnet Ring and Lapis Lazuli, denke ich mal, ich weiß nicht, ob das ein Rechtschreibfehler ist, Ring vom Valentine Event. Objective, upgrade your Garnet and Lapis Lazuli Ring. Aber wofür? Weil, das war's. Also ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt der Bonus ist, weil ich kenne jetzt die Effekte nicht auswendig von den beiden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Standardeffekte sind. Also ich weiß nicht, wo da jetzt der Unterschied ist zum normalen Upgraden. Geht eh nur auf dem Server Rises, also ich meine, Char ist jetzt ja auf Lord Peng, aber also ich verstehe es nicht ganz, was ist das? Also wo ist die Quest? Weil einfach nur Upgraden, das kann ich doch immer machen, dafür brauche ich kein Event. Ja, vielleicht weiß das ja jemand von euch. Ich check's nämlich nicht. Und dann gibt es noch ein Einlog-Event, das läuft leider seit dem 6. Februar, bin ich jetzt 4 Tage zu spät dran. Ab Level 30 plus, wenn man jeden Tag mindestens eine Stunde drin ist, kriegt man diese Rewards für die einzelnen Tage, gibt 27. Und die Hauptgewinne hier sind eh fett hervorgehoben, netterweise. Gibt es diese Attendance-Box und ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt auch wieder ein Fehler ist oder nicht. Aber hier steht Attendance Box und Quantity 10 und Attendance Box Quantity 15, 20, 25. Und hier steht jetzt aber Rises. Ah, nein, nevermind, hier steht's. Okay, nevermind, das habe ich vorher nicht gesehen. Genau, collect the Attendance Coupon from the Attendance Box. Okay. Aber man sieht nirgendwo, was in der Attendance Box drin ist. Das sieht man trotzdem nicht. Aber gut. Ja, ich dachte jetzt nämlich, hier steht jetzt Attendance Box und die meinen damit den Coupon, dass du quasi, also dass hier einfach Box das gleiche heißt wie Coupon und man dann quasi die Coupons gegen die Belohnungen eintauschen kann, aber nevermind. Man öffnet die Boxen, da sind die Coupons drin, was aber sonst in den Boxen drin ist, wüsste ich schon gerne. Steht hier jetzt leider nicht, wahrscheinlich gab es das Event schon öfter und jeder weiß es, nur ich nicht, aber müsste man nachgucken. Genau, aber jedenfalls finde ich es ziemlich heftig, ich weiß nicht, wie häufig diese Coupons kommen und sind natürlich seengebunden, also es wird alles seengebunden natürlich von Einlog-Events, war ja schon immer so. Aber was krass ist, ist hier die Items, die man sich hier holen kann. Regal Cloak M&F, Dark Prince Cloak M&F, nicht seengebunden, permanent. Heftig. Pink Mokomochi, Rainbow Mokomochi und hier unten gibt es sogar noch mehr.
Dragon Cloak of the Master, Hipster Glasses, Pink Mokomochi, Rainbow Mokomochi, also heftig. Einfach nur heftig, ja. Die oberen Belohnungen gelten leider wieder nur für Rises, das ist der einzige Nachteil, die unteren für Lord Peng. Allerdings ist es eigentlich sogar besser, weil 2025 kriegt man wahrscheinlich eh kaum bis gar nicht. Denke ich mal, ist relativ selten, da muss man wahrscheinlich ziemlich reinlacken. Und hier unten sind die Belohnungen deutlich leichter zu kriegen. Genau. Gut, und dann war es das eigentlich auch schon mit den Events. Dann können wir uns ingame das Ganze angucken. Nicht erschrecken bei der guten Auflösung. Mein Playpark Flife läuft ja ein bisschen anders als das unserige. Unserige, ein nices deutsches Wort. Genau, ich will jetzt auch gar nicht so viel Zeit damit verschwenden, hier rumzulaufen. Was mich jetzt einzig und allein interessieren würde, wären so ein bisschen die, die Preise. Oh, Asria-Tickets, 30 Mio. Ah, genau, hier sind auch schon die ersten Meteonica-Sachen. Und vor allem würde mich interessieren, ob ich mir ein CS-Pad leisten kann. Das wäre echt das Geilste. Was? Es gibt kein CS-Pad. Ich habe nämlich immer noch 40 Mio. Ich habe die ja damals nicht investiert. Na gut, die normalen Pads, die jucken keinen. Buff-Pads. Gibt es auch keine? Really? Oh man. Oh come on, Lord Peng enttäuscht mich. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Lust, ohne CS-Pad zu spielen. Schade, ich dachte mittlerweile vielleicht durch ein paar Events gab es ein paar CS-Pads, die man sich hätte holen können. Oh, CS ist auch ganz schön teuer. Damn. Okay. Was gibt's sonst noch, was man nachgucken könnte? Guardian Bow vielleicht. Den könnte ich mir sogar kaufen. 40 Mio. Geht eigentlich sogar. Aber gut, den kann man sich auch einfach selber farmen. Na gut, dann gucken wir noch kurz die Shops durch. Vielleicht gibt es hier zufällig ein CS-Pad. Aber ich gehe mal stark davon aus. Lol, Race Boots plus 8 einfach mal. Holy moly. ich gehe mal stark davon aus, dass dass hier einfach noch keine Events gab mit CS-Pads. Ich denke mal, dass die da einfach den Cash-Up ein bisschen maken wollen. Also Playpark. Aber finde ich trotzdem krass. Nach so langer Zeit immer noch keine Events mit CS-Pads. Ich meine, gut, heißt nicht... Oh lol, easy money. Heißt nicht unbedingt, dass es keine Events gab, aber dass sie auf jeden Fall ziemlich selten sind. Das finde ich auch schon ziemlich krass. Wenn Server gibt es ja jetzt auch schon etliche Monate. Products für 12 Mio finde ich tatsächlich ziemlich günstig. Das hat sich gar nicht geändert. Ich meine, ich glaube, das letzte Mal habe ich entweder im Oktober oder November hier gespielt. Ich meine, das sind 3 bis 4 Monate. 12 Mio für S-Products finde ich geht voll klar. Also damn. Ja, höchst zufrieden, da kann man echt noch mitmachen hier. Cruiser Boots mit 11 Crit Damage plus 4, 130 Mio. Gut, okay, ist jetzt nicht günstig, ja. Ist jetzt nicht günstig. Aber sehr teuer ist es auch nicht. AG-Waffen für 50 Mio. Das hingegen finde ich eher sehr teuer. Weil die droppt man ja einfach so. Beim Leveln. Level-Erweiterungstechnisch weiß ich jetzt auch nicht, was hier aktuell der Stand ist. Ich schätze mal nach wie vor 120. Allerdings vermutlich mal mittlerweile mit... Nee, wobei, hier ist kein einziger Master oder Hero. Ah, nee, dann wird es immer noch 120 sein. Ja, immer noch 120 anscheinend. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Ich bin leider überhaupt nicht up-to-date geblieben, was das angeht. Schande über mich, muss ich zugeben, aber was will man machen? Keine CS-Pads hier im Start, oder? Nope. Schade. Finde ich echt schade. Aber da kann man nichts machen. Dann... Dann gehen wir nach Darkon, von da aus sollten wir schneller fliegen. Bisschen Money gemacht. Das ist sogar die 60er-Suit, die hat er für einen Penny verkauft. Easy Money. Gibt's hier eigentlich Steuern? Wahrscheinlich schon, oder? Wobei Lord Peng wahrscheinlich nicht. Aber meint Lord Peng wahrscheinlich nicht. Haha, keine Steuern. Wow, wir haben gerade einfach 200k geschenkt bekommen. Let's go. Das ist schon mal ein guter Start, Mann. Damn. Also keine Ahnung, warum der das gemacht hat. Aber ich meine, beschweren werde ich mich ganz sicher nicht darüber. Und jo, ich habe sogar noch die Event-Items von dem, was war das, Oktoberfest-Event, genau. Damn. Ja gut, dann kurzer, oh lol, hier habe ich auch noch so eine Suit plus 3 sogar, die habe ich wahrscheinlich getragen, egal, die kann man später auch noch verkaufen. Kurze Overview, was wir hier so gemacht haben, beziehungsweise was so unser Stand ist, hier kurz mal die Inventare durchklicken. Wir haben ja unser ganzes Equipment selber gedroppt, glücklicherweise. Also wir haben hier Flaming Bow plus 3, das gesamte Cruiser Set plus 3, die Gauns sind sogar mit ATK und ein Crit-Rate weg, die Suit ist clean, der Helm ist auch clean, Ringe haben wir jeweils plus 3, Gornecklick und Arek.
Demolition Earrings haben wir leider noch keine gedroppt und CS haben wir auch gar nichts. Ja. Also tatsächlich dieses Attendance Event mit diesen Hipster Glasses und so, das würde uns eigentlich sogar ziemlich zugutekommen, weil ist immer noch besser als nix und kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Ich weiß natürlich nicht, wie aktiv ich jetzt hier spielen werde, ist ja klar. Ist immer so eine Sache, ne? Das weiß man ja vorher noch nicht, wie sich das Ganze auf Yggdrasil jetzt entwickeln wird. Aber ich finde, als Ausweichserver ist es nicht schlecht. Und ganz ehrlich, ich habe sogar mal wieder ein bisschen Bock, im loweren Bereich zu spielen. Auf Yggdrasil kommt es mir immer so ein bisschen vor wie verschwendete Zeit. Und ich denke mal, die meisten von euch können das auch irgendwo nachempfinden, weil es halt einfach so ist. Dass wenn du halt extrem hohe Chars hast schon auf einem extrem hohen Level und du dann halt, keine Ahnung, sag ich mal wirklich im Stream oder selbst wenn es nicht Stream ist, selbst wenn es Videos sind, 3-4 Stunden spielst und halt, keine Ahnung, 200-300 Mio vielleicht machst, wenn du Glück hast und eine G-Waffe oder so beim Leveln droppst und andererseits, wenn du mit deinem Main spielst, könntest du halt in der gleichen Zeit, 1 bis 10 Milliarden farmen, je nachdem wie viel Glück du hast. Das ist halt dann schon ein bisschen bitter, sag ich mal. Und ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine Hemmschwelle, die ich da immer habe bei Yggdrasil, wenn man da schon die höheren Charaktere hat. Aber hier hat man sie halt nicht und es ist halt einfach ein komplett anderer Server. Es ist im Endeffekt kein anderes Spiel, aber schon deutlich anders. Unterscheidet sich wirklich grundsätzlich von unserem. Und von dem her kann man da ruhig mal, oh hoppla, reingucken und hier mal wieder ein bisschen zocken. So, jetzt gucken wir unseren Ultra Low Damage an. Ich weiß nicht, die Party ist glaube ich, oh doch, die ist sogar Level 56. Genau. Wow. Wir kriegen so viel Damage. Na gut, okay. Perfect Block und... Ah, stimmt. Was muss ich ausziehen, damit ich Perfect Block aktivieren kann? Meine Handschuhe. Bowmastery meine ich. Ja, stimmt. Das war ja das Problem hier mit den Handschuhen. Haben zwar an für sich eine gute Erweckung, aber ich kann meine Sachen nicht mehr machen. Genau, und mit den Skills level ich folglich auch nicht mehr, weil ich eh kein MP mehr habe. Alright. Damn. Na gut, wie viel XP kriegt man so? 0,08 geht eigentlich. Okay. Ja, mal gucken. Wie gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich die Tage mal ein bisschen reingucken. Ich weiß nicht, von Yggdrasil macht es jetzt nicht besonders viel Sinn, Videos zu machen. Ich hatte jetzt ein Video über das Event noch geplant, das ja aktuell läuft. Aber es ist halt momentan so ein bisschen... Die Hemmschwelle ist halt da. Und dann auch anders. Andererseits muss man sich halt auch überlegen, an einem Tag lädt man... Okay, Sprachfehler ist wieder am Start. Lädt man ein Video hoch, Todesurteil von Flyf, und am nächsten Tag lädt man ein Video hoch, oh, wie startet man als Beginner oder so. Also jetzt denkt man sich dann auch als Zuschauer, Moment, das passt ja nicht ganz zusammen. Nee, aber wie gesagt, das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das so sich jetzt entwickelt. Die wissen ja noch gar nichts quasi, Websen. Und ich meine, ich habe vorhin, habe ich auch auf YouTube, Twitter, Facebook überall gepostet, war ich um 20.30 Uhr online heute das erste Mal. Und habe dann geguckt, was ist so online, was ist so los. Ah, okay, doch, Doppeldrop bei einem Monster. Okay, Event an dem Droprate scheint besser zu sein als bei den letzten Events, die ich hier auf Playpark mitbekommen habe. Allerdings braucht man ja auch 50 each, um hier mal was abzugeben, von dem her. Jo. Allerdings ist es sogar richtig heftig, das Event muss man eigentlich sogar heftig farmen. Weil Garnet-Ringe wären halt krank. Das wäre ultra krank. Stimmt eigentlich. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und die A-Products sind so günstig, die könnte man sich eigentlich easy plus 18 machen. Also so easy jetzt auch nicht. Man müsste halt ein bisschen farmen. Aber theoretisch. Ja. Aber wie gesagt, auf Yggdrasil jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, die meisten Leute sind heute gar nicht mehr wirklich online gewesen. Messenger war komplett leer und das um 20.30 Uhr. Ist halt alles schon ein Zeichen, dass man sich erstmal überlegt, lohnt sich es jetzt wirklich zu spielen aktuell? Und da lohnt sich dann entsprechend halt auch Videos nicht so sehr, sage ich mal, davon, weil denkt sich halt jeder ja, alles, was du jetzt gerade spielst, ich habe zwar vorhin einen Dramnok Run gemacht, aber da dachte ich mir dann auch, ist ja eigentlich komplett bescheuert, wenn ich jetzt eine X drop. Gut, okay, eine X ist jetzt auch nicht das Beste, was man droppen kann, aber selbst diese 4 Minuten von dem Dramnok Run, naja, die sind halt dann einfach verloren, wenn es dann wirklich ein Rollback gibt. Und ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, also ich sag's mal wirklich so, wenn kein Rollback kommt, ich meine, das hat jetzt wenig mit Playback zu tun, sorry dafür, aber wenn wirklich kein Rollback kommen sollte, was wollen die dann machen? Ich meine, die Tatsache, es wurde ja auch von einem gewissen Gamer, lol, in plus 4 gestattet, es wurde ja auch von einem gewissen Gamer das Statement rausgehauen,
am Beginn des Tages hat sich dann natürlich nochmal geändert, aber dass es zum Beispiel gar keine gedupten Items gab oder dass gar keine Change Awakenings zumindest gedupt wurden und so. Und da muss man sich dann schon überlegen, wenn das so ein Game Master raushaut und dann wirklich kein Rollback stattfindet und in Wahrheit gab es aber viele Changeaways, die rausgehauen wurden. Und ich sag mal, wie gesagt, es ist immer so eine Sache, was wird behauptet und was nicht, aber ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt ist es eigentlich tausendprozentig sicher, dass am Samstag bzw. Sonntag tausende Changeaways rausgehauen wurden an verschiedenste Leute und die wurden dann halt einfach nur verbraucht oder gelöscht halt wieder. Heißt dann nicht, dass es die nie gegeben hat. Und finde ich ja dann auch ein bisschen Schwachsinn, wenn jetzt plötzlich Leute mit 1 Billion Blane-Sets rumlaufen, die vorher ein 20 Milliarden Blane-Set hatten, einfach nur weil sie beim Duper gegeiert haben. Finde ich ja dann schon ein bisschen, finde ich dann halt schon ein bisschen unfair. Und wenn es dann keinen Rollback geben würde, würde es halt auch irgendwie komplett das Spiel zerstören. Muss man halt auch mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, also keine Ahnung. Ich meine, wenn es einen heftigen Rollback gibt, der nicht nur das Wochenende einschließt, sondern wirklich auch ein paar Wochen davor, wird es wiederum auch das Spiel ganz schön zurückwerfen. Man muss sich halt überlegen, was ist besser. Entweder jetzt die komplette Wirtschaft kaputt machen, zwar eigentlich so gesehen für immer, oder noch probieren es irgendwie zu retten, dass Scala trotzdem, ich meine, das ist extrem unwahrscheinlich und es wird wahrscheinlich auch nicht passieren, aber dass Scala trotzdem irgendwie einen halbwegs funktionierenden Hotfix aufspielt, dass das nicht mehr so einfach möglich ist, dass da einer online kommt und einfach die komplette Wirtschaft an einem Tag komplett zerstört. Und dass man es dann einfach resettet und dann nochmal, ja, sag ich mal, in den sauren Apfel beißt und den Fortschritt der letzten paar Wochen dann halt einfach verliert. Also ich meine, ich muss zugeben, ich war ultra mad über einen Rollback, der mehr ist, also allein das Wochenende wird mich schon abfacken, auch wenn ich da nicht gar nicht mal so viel gespielt habe, das waren glaube ich gerade mal so 10 Stunden, aber selbst das würde mich schon abfacken, weil das war meine Zeit, das war meine echte Lebenszeit, die ich da reingesteckt habe. Und klar, ich meine, ich bin selber schuld, wenn ich ein Spiel spiele. Ich meine, rein theoretisch könnte mein Computer kaputt gehen, Stromausfall, theoretisch könnte das ganze Internet einfach von einem Tag auf den anderen weg sein. Ist natürlich sehr unrealistisch, aber ich meine, sowas kann natürlich passieren, sowas muss man immer in Kauf nehmen. Aber ich sag mal so, sowas passiert halt quasi nie und das wird wahrscheinlich auch niemals passieren oder sehr unwahrscheinlich. Und selbst bei Spielen, dass die jederzeit offline gehen können, ist natürlich klar, aber ich meine, technisch passiert es halt quasi auch fast nie, zumindest nicht von jetzt auf gleich. Weil man könnte ja sagen, ja, selber schuld, wenn du spielst, kann ja sowas immer passieren, aber also wenn man ganz ehrlich ist, das kann eigentlich nicht immer passieren und das ist halt schon bitter, wenn man die Zeit, klar, die Zeit ist so oder so schon verloren im Nachhinein, aber trotzdem tut es halt einfach weh. Weil so kann man ja sagen, okay, ich habe im Spiel einfach was erreicht, das Spiel macht mir Spaß, ich kann mir jetzt was Neues kaufen und. Und das ist dann halt einfach weg. Und das wäre jetzt schon ganz schön bitter, muss ich sagen. Naja. Genug davon. Ja, der Plan auf Playpark, ich weiß gar nicht, ich kriege echt wenig XP, also es zieht sich ganz schön. Allerdings bedenke ich, merke ich auch gerade, ich level auch gerade bei Voids. Das ist tatsächlich ein guter Punkt. Warum bin ich überhaupt... Oh, was? Die Party ist auf Level. What the hell? Ich hoffe, die können... Ich will jetzt nicht gekickt werden. Weil Dropskills sind im Endeffekt eigentlich fast besser. Andererseits keine... What the hell? Aber ich schätze mal, die sind Level 119, 119, 119 und 114. Ich weiß nicht... Und 120 sogar. Ich weiß jetzt nicht genau, was die machen, aber es könnte tatsächlich sein, dass die gerade irgendwie probieren, ihre RMs zu ziehen. Keine Ahnung, vielleicht leveln die auch zu dritt oder zu viert. Ich weiß nicht, was das da im Chat heißt. Ja. Wahrscheinlich haben sie es deswegen auf Level. Naja, ist ja nicht so schlimm, ich level jetzt eh nicht lang. Aber gut, dann würde ich tatsächlich deutlich mehr als 0,08 bekommen. Wahrscheinlich eher so 0,15 oder 0,16, was das Doppelte wahrscheinlich. Damn, das ist natürlich ärgerlich. Mir fällt auch gerade auf, mein RM in Anführungszeichen hat 2 Stat-Punkte noch. Habe ich hier auch noch Stat-Punkte? Nein, schade. Okay. Naja, aber auf jeden Fall das Ziel hier wäre definitiv natürlich Job-Change. Und ich weiß nicht, damals habe ich glaube ich gesagt, dass wir eventuell sogar einen Bowchester machen. Ne? Rückwirkend muss ich diese Aussage wahrscheinlich revidieren, weil es wäre ziemlich dämlich, sich einen Bowchester zu machen. Weil am Anfang sind natürlich ultra OP. Und ich glaube, ich habe das gesagt, weil wir hier eh nicht wahrscheinlich lange, also weil ich damals gesagt habe, wir spielen hier wahrscheinlich eh nicht lange, was ja im Endeffekt auch immer noch das aktuelle Statement ist. Ich meine, just for fun kann man hier immer mal wieder reingucken und momentan sieht es aus, als würde ich hier vielleicht doch mal die nächsten, zumindest paar Tage spielen auf jeden Fall wieder. oh, wow. Dang. Habe ich Heal eigentlich? Ja.
Das heilt wahrscheinlich nicht besonders viel, weil der ist voll STA tatsächlich. Aber ich kann es mal ausprobieren. Ja, doch, es geht sogar. Aber ja, also momentan würde ich tatsächlich sagen, Bowjester, hell no. Also ich würde lieber auf den sicheren Weg gehen und einen Ranger machen. Weil man weiß ja nie, was hier noch passiert und sicher ist sicher. Weil Bowjester hat einfach keine Zukunft, wenn man an die späteren Level denkt. Natürlich gibt es hier noch nicht alles. Die ganzen Sachen, die Ultimate Weapons und so, die gibt es ja auf Lord Peng noch nicht. Aber ja, irgendwann wird es safe geben und dann stehst du mit einem Bowjester, mit einem Bogen schon ziemlich blöd da. Bowjester mit einem Bogen. Jester mit einem Bogen. Meinte ich natürlich. Genau. Aber ja, die Droprate vom Event geht. Ich meine, mein Killspeed ist natürlich auch katastrophal. Also braucht man gar nicht drüber reden. Dafür geht's aber, finde ich. Das waren jetzt so ungefähr 10 Minuten, kann man sagen. Geht eigentlich voll klar. Also damit kann man leben. Ich hätte erst am Ende von der Folge nach St. Morning gehen sollen. Da hätten wir uns den Flugweg erspart. Aber egal, kann man im Nachhinein jetzt auch nicht mehr ändern. Was mich auf jeden Fall interessieren würde, für die Leute, die hier tatsächlich noch auf Playpark spielen, was kostet ein CS-Pad und hat irgendjemand eins? Ich würde es euch abkaufen. Das ist echt ätzend ohne CS-Pad. Naja. Danach könnte man dann echt auf A-Product sparen und sich die Garnet-Ringe gönnen. Oder vielleicht auch so ein bisschen weg des Cruiser-Zeugs, so diese Boots mit 11 Crit-Damage plus 4 und solche Geschichten, könnte man sich eigentlich legit holen. Ja. Ein Grund natürlich, hier zu bleiben bei den Monstern, weil da könnte man locker auch zu Edelguards oder sogar Garbage Spider gehen, weiterhin Cruiser farmen. Und zeitgleich könnte man sogar G-Waffen droppen, also gar nicht mehr so eine blöde Idee. Den Giant zu besiegen wäre natürlich das Beste, aber das haben wir, glaube ich, im letzten Stream von Playpark gemacht, von Lord Peng, besser gesagt, und das ist nicht gut ausgegangen. Wenn ich mich da richtig erinnere. Naja. Aber egal. Ja, das war auf jeden Fall das kurze Update zu... Okay, gut, dass das nicht ausgezogen wurde. Das war das kurze Update wieder zu Playpark. Lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da, wenn ihr wieder ein bisschen mehr davon sehen wollt. Ist vielleicht mal wieder ein bisschen abwechslungsmäßig drin. Ich weiß übrigens nicht, wie hier, weil die Frage wahrscheinlich wieder aufkommen wird, wie hier der Duper oder die Duper oder was auch immer ihre Griffel im Spiel haben. Soweit ich allerdings weiß und vor allem, wenn man sich die Preise hier anguckt, sieht das nicht so aus, als würde ich es hier massenweise Perrin auf dem Server geben. Gut zugegeben, Lord Peng ist natürlich nicht so belebt wie der Rises Server, also ist auf jeden Fall der schwächer belegte, belebte Server von den beiden. Wir können uns auch gerne nochmal auf dem Rises Server beim nächsten Mal einloggen, um mal wieder zu gucken, was da so los ist. Muss ja auch nicht lang sein, reicht ja kurz. Genau, aber ja, wie gesagt, einfach so ab und zu mal wieder reingucken. Ist, denke ich mal, zur Abwechslung nicht schlecht. Und soweit ich einfach weiß, haben die Duper hier ihre Griffel oder irgendjemand hackermäßig am Start nicht so... Der Satz ergibt überhaupt keinen Sinn. Haben die Duper ihre Griffel hier nicht so stark im Spiel wie bei unseren deutschen Servern. Beziehungsweise den Webson-Servern, weil hier einfach ein anderes Cheat-Programm am Start ist und das anscheinend ein bisschen besser funktioniert, I guess. Oder ich weiß es auch nicht, ich meine... Damals hat mir zu Beginn von Lord Peng, zum Beginn von Rises hat mir damals auch ein Duper Perrin geschickt. Allerdings ist das schon ganz schön lange her und ich sag mal, wenn das hier gang und gäbe wäre, würde es wahrscheinlich eher so aussehen wie auf Clockworks, dass die Sachen alle 2 Milliarden kosten würden, sogar Asria-Tickets und quasi alle Items on Mars existieren würden, unendlichfach quasi und jeder mit dem besten Equipment rumlaufen würde, was zugegebenermaßen schon bei ein paar Leuten vielleicht sogar zutrifft, so viele Leute wie mit Sets plus 10 da rumstehen. Andererseits muss man sagen, wenn man einfach extrem aktiv hier spielt seit Start, dann kann man sich das alles locker erfarmt haben. Und vor allem gibt es hier auch gar nicht die ganzen Hemmschwellen wie Ancient X plus 10 oder sowas zu upgraden, weil es ja hier die ganzen Waffen noch gar nicht gibt und so. Genau. Aber ja, wie gesagt, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da, wenn ihr wieder mehr davon sehen wollt. Beziehungsweise ist das der einzige Content, den ich jetzt wahrscheinlich nächste Zeit machen kann. Eventuell noch ein bisschen Flyve Basic Reihe. Könnten wir auch ein bisschen weitermachen, weil das ja eigentlich unabhängig davon ist, ob die Server jetzt, sage ich mal, funktionieren, beziehungsweise ob es sich überhaupt lohnt zu spielen. Ob es sich überhaupt lohnt zu spielen, genau. Weil ja einfach das unabhängig davon ist, wenn ich ein Guide oder irgendwas zu irgendwas mache, ob da irgendwas resettet oder nicht. Weil in den meisten Fällen mache ich in diesen Videos nicht wirklich was, was resettet oder was schlimm wäre, wenn es resettet werden würde. Genau, aber jetzt ist wirklich Schluss. Ich bin fürs Zusehen, macht's gut, rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.